Vielleicht bist du auch gerade Mama geworden, so wie ich, oder interessierst dich einfach für ein schnelles 5-Minuten-Make-up, damit man wieder frisch und ausgeschlafen aussieht. Und ich zeige dir heute Step by Step, wie ich diesen Look hinbekommen habe. Ganz einfach, ohne viel Zeitaufwand. Was bei meinem schnellen Make-up auf gar keinen Fall fehlen darf, ein guter Concealer. Und der hier hat sehr viel Feuchtigkeit. Bis zu 18 Stunden ist man bestens versorgt und der ist langanhaltend. Und in den letzten paar Wochen und Monaten, ich habe ja gerade ein Baby bekommen, der Kleine ist jetzt 3 Monate alt und er hat ab und an mal so Phasen, da schläft er nur 1 Stunde pro Nacht. Ja, und das sieht man einem dann auch irgendwann so ein bisschen an, ne? Mit den Rändern unter den Augen. Deswegen, ein Concealer muss auf jeden Fall dabei sein und ich habe jetzt hier die Farbe 020 Warm Beige. Übrigens, ich benutze den auch nicht immer nur für die Augen, das seht ihr jetzt. Hier unten steht mein Spiegelchen. So, machen wir mal hier so ein bisschen. Dann mache ich den auch hier drauf und da drauf. Und ich habe ja auch Pigmentflecken. Und ich mache das dann auch manchmal hier noch drauf, wenn es schnell gehen muss. So, und dann ganz flotte Biene, das so ein bisschen eingearbeitet. Hier brauche ich mittlerweile auf der linken Seite immer ein bisschen mehr. Das werdet ihr gleich noch sehen. Da werde ich wahrscheinlich nochmal nachlegen. Weil ich gesehen habe, dass ich hier unten einen kleinen Pigmentfleck bekommen habe, genau. Eine kleine Pigmentstörung. Und deswegen ist bei mir hier immer, also hier sind die Augenränder immer ein bisschen weniger und da sieht es immer ordentlich dunkel aus. Und hier oben habe ich ja auch ein paar Pigmentflecken oder wenn ihr sonst irgendwelche anderen Unebenheiten habt, ein Pickelchen oder sowas. So ein Concealer kann auch da Wunder helfen. Kommen wir zum zweiten Schritt für die Sommerbräune, den Holiday Skin Luminous Bronzer. Wir tragen den jetzt mal gemeinsam auf, was ich euch empfehlen kann, grundsätzlich bei allen Puderarten, wenn ihr die auf dem Pinsel aufgetragen habt, das nochmal so ein bisschen abzuschütteln, dann sieht man danach nicht so pudrig im Gesicht aus. Wenn ich dann damit fertig bin, gehe ich damit schön über meine Haut drüber und man sieht auch direkt, ein Sommer-Sonne-Effekt. Man sieht nicht mehr so blass aus. Ich versuche ja mittlerweile, so gut es geht, die Sonne zu meiden, vor allem auch im Gesicht. Ich trage auch immer einen Sonnenschutz auf. Bei mir ist es mittlerweile auch egal, ob es Sommer, Frühling, Herbst oder Winter ist. Wie gesagt, mit den Pigmentflecken ist das immer so eine Sache. Und jetzt auch in meiner jetzigen Lebenssituation, wenn man sehr wenig schläft, euch wird es ja wahrscheinlich auch so gehen, ist egal, ob man jetzt Mama ist, vielleicht einen sehr anstrengenden Job hat. Da kommt der Schlaf dann schon mal ein bisschen zu kurz. Und das sieht man einem einfach an. Und wisst ihr, was ich auch noch finde? So ein bisschen Schminke lässt einen viel besser fühlen. Zumindest ist das bei mir so. Ich bin ja in den letzten Wochen so ein bisschen in diesem Gammel-Look versunken. Jogginghose, nicht geschminkt, so ein Dutt, als wäre man irgendwie, weiß ich nicht, als hätte man 30.000 Jahre nicht mehr geschlafen. Und ich merke immer wieder, wenn ich mich schminke und wenn es nur ein bisschen ist, ich fühle mich danach besser. Da kann schon so ein bisschen Concealer, ein bisschen Wimperntusche, ein bisschen Summer Glow, kann einfach so viel bewirken. Aber kommen wir mal zum nächsten Schritt. Und zwar verwende ich auch immer so ein bisschen Blush. Nicht zu viel, wobei viel ist ja auch immer so ein bisschen Ansichtssache. Ne? Mache ich ein bisschen, tupfe ich hier rein und dann highlighte ich nochmal. Wobei highlighten ist, ich glaube, gar nicht das richtige Wort. Also ich betone nochmal so ein bisschen die Wangen, damit die auch schön das Näschen und ein bisschen hier das Kinn. Was auch auf gar keinen Fall fehlen darf, gut gestylte Augenbrauen, die geben nämlich den Rahmen für das Gesicht. Deswegen benutzen wir das Super Glow Brow Styling Gel. Das hält nämlich alles genau da, wo man es haben möchte. Wichtig hierbei ist, nur einmal auftragen. Wenn ihr das nämlich mehrmals auftragt, dann kann es passieren, dass so kleine weiße Klümpchen an den Augenbrauen erscheinen und das möchten wir ja nicht. Wir tragen das jetzt mal gemeinsam auf. Wichtig, wie gesagt, nur einmal drüber gehen und in die Form bringen, oder ihr könnt das in die Form bringen, die ihr gerne hättet. Ich mag ja sehr gerne diesen Bushy Eye Look. So, und einmal noch mal rein und dann noch mal drüber. Und wenn ihr etwas, also eine Stelle besonders fixieren wollt, könnt ihr es auch so ein bisschen halten und dann wieder loslassen. So. Und dann fehlt ja noch die Farbe, ne? Also es kommt natürlich darauf an, welche Augenbrauen ihr habt. Bei mir seht ihr ja, hier sind so einige Lücken und da. Deswegen ist es mir immer wichtig,
die zu füllen. Wenn ihr natürlich jetzt super volle Augenbrauen habt und sagt, brauche ich nicht, könnt ihr den Schritt natürlich auch weglassen. Um die Augenbrauen farblich ein bisschen zu korrigieren, nehmen wir das Brow Powder Set Waterproof. Und zwar habe ich die Farbe 010 Aschblond. Zum Auftragen nehme ich das kleine Bürstchen und gehe damit zuerst in den helleren Farbton. Ich mache das dann immer so, ich gehe damit einmal komplett über die Braue, Stück für Stück. Und am Ende gehe ich dann nochmal mit dem etwas dunkleren Farbton an die Stellen heran, die noch nicht ganz so voll aussehen. Wenn euch das Video heute gefallen sollte, dann hinterlasst doch sehr, sehr gerne einen Daumen hoch und abonniert den Catrice-Kanal und schreibt unbedingt mal unten in die Kommentare, habt ihr von den heute gezeigten Produkten schon etwas verwendet? Und wenn ja, wie sind eure Erfahrungen damit gewesen? Und wenn ihr sonst noch Fragen habt, auch einfach unten in die Kommentare damit. Widmen wir uns jetzt dem Augenbereich, weil ich finde, die Augen sagen so viel über eine Person aus, wie es ihr geht, ob sie ausgeschlafen ist oder ob sie sich fühlt, als wäre sie vom LKW überfahren. Deswegen achte ich auch immer darauf, dass ich die Augen schön betone. Nicht zu viel, gerade auch für einen Alltagslook nicht, aber schon so, dass sie so ein bisschen betont sind. Und das machen wir jetzt mal. Ich nehme dazu immer einen dunkelbraunen Kajalstift. Ich nehme immer extra kein Schwarz, weil mir das ein bisschen zu dunkel ist. Ich glaube, wenn man noch ein bisschen dunkler ist vom Hauttyp her, vom Haartyp her, dann passt natürlich auch ein schwarzer Kajalstift. Ich fühle mich immer wohler mit einem dunkelbraunen. Wenn ihr übrigens mal einen Kajalstift haben solltet, der euch viel zu hart ist, was bei mir immer gut geholfen hat, ich nehme dann ein Feuerzeug, gehe eine Millisekunde obendran, dann wird er automatisch weicher. Dann lässt man den einmal wieder so ein bisschen antrocknen und danach lässt er sich in der Regel viel einfacher auftragen. Zum Verblenden nehme ich eigentlich immer so ein kleines Schwämmchen. Das habe ich allerdings jetzt nicht gefunden. Ihr könnt auch einen Q-Tip nehmen. Wenn ihr möchtet, könnt ihr auf das kleine Köpfchen hier auch noch minimal ein bisschen Creme auftragen. Wichtig dabei, ich würde nichts nehmen, was die Augen reizt. Ich mache das jetzt einfach nur so. Und zwar nehme ich den Q-Tip, gehe so ein bisschen hier drüber, damit das Ganze nicht so angemalt aussieht. Und das Gleiche mache ich auch auf der anderen Seite. Ihr könnt euch jetzt entscheiden. Also im Grunde genommen würde es auch reichen, wenn man jetzt direkt Wimperntusche aufträgt. Für einen Alltagslook wäre das auch schon perfekt. Wenn ihr sagt, ihr möchtet doch ein bisschen mehr machen, dann kann man auch noch etwas aus der Lidschattenpalette nehmen. Und ich mache das immer folgendermaßen. Hier in diese Partie gebe ich immer einen ganz hellen, gerne schimmernden Lidschatten auf. Ich trage den dann im Inneren des Augenwinkels auf und je nach Bedarf auch minimal etwas am äußeren Ende des Auges. Ihr könnt natürlich auch noch einen anderen Farbton aufs Augenlid auftragen. Ich muss sagen, mir ist da heute nicht so sehr danach. Oft ist es auch, ich stehe morgens auf und dann will ich so ein bisschen mehr. Dann mache ich das. Heute lasse ich es. Aber wer Lust hat, hier gibt es ja noch genügend Farbtöne. Das darf allerdings auf gar keinen Fall fehlen. Wimperntusche. Und wir haben hier die Pure Volume Mascara. Die ist auch nicht wasserfest. Da achte ich übrigens auch drauf. In meinem normalen Alltag habe ich immer eine Mascara, die nicht wasserfest ist. Und wenn ich weiß, okay, ich bin jetzt irgendwie, ich schwitze viel, ich bin viel unterwegs, dann benutze ich eine wasserfeste. Weil ich gemerkt habe, abends beim Abschminken, eine wasserfeste lässt sich schon ein bisschen schwieriger entfernen als eine ganz normale. Und ich versuche deswegen, meinen Wimpern immer so ein bisschen Pause zu gönnen an Tagen, bei denen ich weiß, ich brauche eigentlich keine wasserfeste Mascara. Beim Auftragen achte ich immer darauf, wenn ich hier so einen kleinen Überschuss habe, dass ich das so ganz leicht abstreiche. Und dann würde ich sagen, geht's zum Tuschen. Ihr könnt natürlich individuell entscheiden, wie stark ihr die Wimpern getuscht haben wollt. Ich habe das jetzt ein bisschen stärker gemacht, deswegen bin ich immer mehrmals über die Wimpern drüber gegangen. Ihr könnt natürlich auch nur ein- oder zweimal tuschen. Dementsprechend sieht es dann etwas dezenter aus. Ich wechsle übrigens manchmal auch. Es kommt auch schon mal vor, dass ich die unteren Wimpern gar nicht tusche. Heute habe ich mal alles getuscht. Widmen wir uns den Lippen. Die fehlen ja noch. Und da nehme ich das Glossy Lip Oil für. Gehe dann einmal um die Lippen. Nicht um die Lippen, sondern einmal auf die Lippen. Anschließenden Schritt nehme ich den Plumping Lip Liner in der Farbe. Wo ist denn hier die Farbe? Bin ich denn blind? Die war wahrscheinlich hier auf dem Schildchen drauf und das habe ich abgemacht. Aber ich suche sie euch noch raus, versprochen. Und damit gehe ich jetzt einfach um die Lippen herum. Und damit werden dann auch die Lippen fertig. Am Ende verwende ich dann noch das All Matte Shine Control Powder. Was da sehr schön ist, der Glow bleibt trotzdem bestehen. Weil bei vielen Pudern hat man das ja immer, man trägt die auf und danach sieht man sehr, sehr matt aus. Und ich finde das immer schöner, wenn man so ein bisschen glowy natürlich aussieht. Und gerade an den T-Zonen trage ich das dann auf,
damit das auch über den Tag hält. Ich komme jetzt noch mal ein bisschen näher an die Kamera ran, damit ihr genau sehen könnt, wie das jetzt aussieht. Und ich muss sagen, ich sehe deutlich ausgeschlafener und fitter aus als zu Beginn des Videos, zumindest finde ich das. Da hatte ich nämlich ja noch ordentliche Augenränder. So schnell kann ein Mama-Make-up gehen. 5 Minuten. Und auch wenn ihr irgendwie mal Stress im Job habt, für alle Lebenslagen, wo es schnell gehen muss, ist dieses Make-up perfekt.